Hallo und herzlich willkommen im Kulturstadion. Mein Name ist Oliver Tietz, ich bin Geschäftsführer der DFB Kulturstiftung. Wir wollen heute Nachmittag drei außergewöhnliche Fußballbücher vorstellen, die dieses Jahr neu erschienen sind. Wenn ich sage wir, dann sind das die LitCam, eine gemeinnützige Gesellschaft, die gegründet wurde, um Leseförderung und Bildungsgerechtigkeit voranzutreiben. Das ist die DFB Kulturstiftung, die seit 2007 Fußball, Kunst, Kultur und soziale Projekte verbindet. Und last not least die Evangelische Akademie, deren Gast wir heute auch sind. Wir sind sehr dankbar, dass wir hier heute in ihren Räumlichkeiten tagen dürfen. In der Regel sind wir in normalen Jahren nicht hier, sondern einige Kilometer weiter in der Frankfurter Buchmesse. Das ist dieses Jahr nicht möglich. Also vielen Dank, dass wir heute nicht nur hier zu Gast sein dürfen, sondern dass die Evangelische Akademie auch als Partner bei uns ist. Das bringt auch mit sich, Gott sei Dank, das ist gut in diesem Jahr, dass wir nicht nur die Gäste im Saal willkommen heißen dürfen, sondern auch online an den Bildschirmen. Das ist für uns eine Premiere. Herzlich willkommen an die Zuschauer zu Hause, auf der Reise, wo immer Sie diesen Livestream sehen. Vielleicht ist auch der ein oder andere dabei, der unser Kulturstadion kennt. In der Regel machen wir das Samstag, Sonntag in größerem Maßstab, 12, 14, 15 Lesungen. Dieses Jahr sind es 4, eine war gestern schon und 3 kommen heute. Das erste Buch, das wir heute vorstellen, ist die Biografie Meine zwei Leben, was mir das Schicksal genommen und der Fußball gegeben hat. Geschrieben von Dieter Müller und Munir Zitouni, erschienen im Verlag Edelbuchs. Das Buch ist die Lebensgeschichte von Dieter Müller, geboren und aufgewachsen in Offenbach und dann vor allem in seiner ersten echten Profistation beim 1. FC Köln, einer der erfolgreichsten Torjäger der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Ich glaube, so kann man das sagen. Bis heute Inhaber einiger Rekorde, die Robert Lewandowski immer noch vergeblich jagt. Ich weiß nicht, vielleicht sprechen wir darüber auch nochmal, ob er manchmal zitternd vorm Fernseher sitzt und hofft, dass der 6-Tore-Rekord gegen Werder Bremen erhalten bleibt. Vor wenigen Wochen hat Lewandowski 4-mal getroffen. Aber es geht in dem Buch gar nicht, wie man vielleicht vermuten könnte, in erster Linie um die Torrekorde und um die sportliche Karriere, sondern auch um das, was Dieter Müller als Mensch widerfahren ist, was er erlebt hat in seiner Karriere. Und das wird er jetzt zusammen mit seinem Co-Autor Munir Zitouni Ihnen, euch heute darbringen. Ich freue mich sehr drauf. Ich will auch gar nicht größere Worte verlieren. Alles Weitere von den beiden Autoren. Herzlich willkommen, Dieter Müller und Munir Zitouni. Ja, vielen Dank, Oliver. Das ist sehr nett. Ich hatte ja jetzt, auch im Vorfeld des Buches und danach, die Möglichkeit, einige Lesungen zu machen, also unter anderem beim Hugendubel in Frankfurt, die größte Buchhandlung in Köln, Maischberger, sollte ja alles, viele Buchbesprechungen, viele Lesungen. Und ich sage ja immer, eines meiner Motto ist, das Leben ist kein Wunschkonzert. Und so ist es dann halt, dass man zum Beispiel auch heute in einem relativ kleinen Kreis hier über das Buch sprechen dürfen. Und da bin ich auch sehr dankbar. Denn gerade diese Zeiten im Moment sind ja für alle Beteiligten nicht so ganz einfach. Und ich habe ja auch das oftmals in meinem Buch so niedergeschrieben, dass man auch da, wenn man schwierige Momente im Leben hat, wenn man Momente hat, wo man vielleicht verzweifelt ist, dass man trotzdem nach vorne blicken muss und da versuchen muss, Kraft zu schöpfen und dann auch in der Hoffnung, dass es irgendwann mal wieder besser wird. Und ich glaube, das wird auch bald wieder besser. Davon bin ich überzeugt, auch wenn im Moment die Zahlen nicht so das sagen. Aber ich glaube, dass wir nächstes Jahr sicherlich ein anderes Jahr erleben werden. Ich freue mich ganz besonders mit meinem Freund, mittlerweile Freund kann man ja sagen. Ich war ja Präsident bei Kickers Offenbach. 12 Jahre, wer glaubt das? In so einem Verein, das heißt schon was. Wenn man so einen Verein führt, was ich da alles erlebt habe. Und da war der Munir Spieler. Und wir haben uns damals schon sehr gut verstanden. Ich war natürlich
Präsident, er war Spieler. Wir hatten da natürlich ein ganz anderes Verhältnis. Und ich würde mal sagen, ich gebe es jetzt mal weiter, dass er mal so ein bisschen erzählen kann, wie das alles zustande kam, dass wir dieses, denke ich mal, tolle Buch schreiben konnten. Ja, danke, Dieter. Erstmal freue ich mich natürlich auch sehr, heute hier zu sein. Ganz tolle Räumlichkeiten. Wir müssen natürlich aufpassen, Dieter, was wir sagen. Es wird alles festgehalten. Auch noch im Nachgang im Internet nachzuverfolgen. Also eine Vorsicht mit allem, was wir so sagen. Ich finde es schon mal schön, dass du heute rot anhast. Spricht für deine Liebe zu den Farben des 1. FC Kölns als auch Kickers Offenbach. Also da hast du schon mal ein Zeichen gesetzt heute. Ja. Und modisch sieht es auch aus. Wie Danke. Immer bei dir. Danke. Ja, stimmt. Ich war Spieler, nicht ganz so gut wie du, sonst hätte ich es irgendwo anders hingeschafft. Aber du warst der Präsident im Jahr 2000 und er hat damals mitgespielt und ich Abwehrspieler, er Stürmer und wir sind das ein oder andere Mal aufeinander getroffen. Und ich musste natürlich aufpassen, dass ich meinen Präsidenten nicht faule. Also von daher war das eine schwerwiegende Aufgabe für mich. Aber ich bin so dadurch gekommen, dass wir auch noch später miteinander geredet haben. Und ich war ja dann beim Kicker Sportmagazin Reporter viele, viele Jahre und habe am Leben von Dieter natürlich teilgenommen. Er war Präsident von Kickers Offenbach, habe dann natürlich auch mitverfolgt, wie er den Herzinfarkt 2012 erlebt hat und habe ihn auch bei Markus Lanz gesehen mit Johanna, die damals mit dabei war und das hat mich sehr bewegt und ich habe beim Kicker gesagt, Mensch, das ist eine spannende Geschichte, das sollte man nochmal erzählen in Form eines Interviews und habe das als Interview für den Kicker vorgeschlagen und die Leute waren so ein bisschen skeptisch, ja gut, Dieter Müller, und ich habe gesagt, lass mich mal da hinfahren. So skeptisch? Ja, skeptisch, weil das ist ja oft so im Journalismus, in der Aktualität, dass die Leute nach Schlagzeilen von Lewandowski, Uli Hoeneß etc. lechzen und dann kommst du mit so einer hintergründig tiefmenschlichen Geschichte und da sind schon ein paar, die sagen, na ja, ob das wirklich sozusagen die Leute vom Hocker reißt. Und ich habe dafür gekämpft und habe gesagt, lass mich mal machen. Ich habe damals in München gelebt, bin nach Offenbach, nach Neu-Isenburg gefahren, wir haben uns getroffen und wir haben 3-4 Stunden dieses Interview geführt und es war wirklich das bewegendste Interview, was ich in meiner ganzen Laufbahn als Journalist geführt habe und das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir persönlich uns schon kannten und ich habe so viele Dinge wahrgenommen und erlebt, die mich tief bewegt und berührt haben und ich habe gesagt, Dieter, da müssen wir ein Buch drüber machen und da ist diese Idee entstanden, das war 2017 und ja, wir haben uns auf den Weg gemacht, haben versucht, den Verlagen auch die Geschichte zu erzählen, dass es nicht nur um den Fußballer Dieter Müller geht, sondern vor allen Dingen um die ganzen Geschichten, die Dieter erlebt hat und er hat ja so viele Dinge erlebt, die passen ja fast alle gar nicht in ein Buch und am Ende war es der Edel Verlag, der gesagt hat, das ist eine spannende Geschichte, lesenswert und ja, wir haben losgelegt und noch vor einem Jahr haben wir uns regelmäßig jede Woche getroffen, intensiv dein Leben aufgearbeitet. Ich habe bei dir in der Küche gesessen, Stunde um Stunde und habe manchmal ja, nervige, blöde Fragen gestellt, aber immer wieder Fragen, die natürlich herausfinden wollten, worum es in deinem Leben ging. Also, was ich eines gelernt habe, wenn du ein gutes Buch machen willst, dass du bist ja in dem Sinne, ich finde das Wort so Ghostwriter ein bisschen komisch, sondern der mich jetzt begleitet hat, ein Mensch, dass du, das muss ich schon mal an dieser Stelle sagen, unheimlich gut recherchiert hast. Also ich selbst habe da mich an manche Dinge gar nicht mehr erinnern können, das muss ich ganz ehrlich sagen, gerade aus meiner Jugend, was da so vorgefallen ist und du hast dir da sehr, sehr viel Mühe gegeben, sehr viel Arbeit hineingesteckt und ich weiß nicht, wem du dich alles getroffen hast und ich denke mal, das wäre ohne das überhaupt nicht möglich gewesen und ja, und insofern glaube ich, ist es, wenn du ein gutes Buch schreiben willst und eine gute Biografie, dass du einen guten, sagen wir mal, Ghostwriter brauchst, der dann wirklich das dann auch, also die ganzen Zusammenhänge findet. Ja, absolut. Trotzdem, wenn ich das nochmal kurz zusammenfassen darf, in deinem Leben, worum es da ging, was du alles erlebt hast. Du bist ja groß geworden bei deinen Großeltern. Deine Mutter hat dich mehr oder weniger dort abgegeben, hat ihr eigenes Leben gelebt mit deinem Vater, den du dann
erst 42 Jahre später kennengelernt hast. Du hast bis dann mit 10 Jahren zu dem Stiefvater gezogen und hast eine sehr, sehr innige Beziehung zu ihm aufgebaut. Er hat dir auch den Nachnamen Müller gegeben und dieser geliebte Stiefvater ist dann gestorben, kurz bevor du zum 1. FC Köln gegangen bist. Und danach ging es ja weiter mit Schicksalsschlägen. Du hast dein Sohn Alexander verloren, der an einem Gehirntumor verstorben ist. Du hast selbst diesen ganz, ganz schweren Herzinfarkt erlebt, wo dein Herz 31 Minuten lang stillgestanden hat. Du hast deine auch geliebte Stiefschwester verloren, die an Alkoholismus, so kann ich es glaube ich bezeichnen, verstorben ist. Und ja, und auch die Beziehung zu deiner Mutter war Zeit deines Lebens eine schwierige, also keine leichte. Also all diese Dinge haben wir zusammen aufgearbeitet und die Frage an dich, wenn da jede Woche der Zituni in der Küche saß, wie schwer war das für dich oder wie leicht auch manchmal, sich mit all diesen Themen nochmal auseinanderzusetzen? Wie sehr hat dich das bedrängt, wie sehr geholfen? Ja, sicherlich. Ich meine, es ist ja eine Verarbeitung, die da stattfindet. Und das wirst du ja mit ins Grab nehmen, die Dinge, die du teilweise jetzt angesprochen hast. Und ich denke mal, das hat mir ganz gut gegangen. Was wichtig war auch, dass unsere menschliche Beziehung, ist ja da dann auch wirklich eine tolle Freundschaft entstanden. Und ich habe schon, du hast ja selbst auch mal gesagt, zum Beispiel, dass in dem Textkapitel über meinen Sohn, da hast du gesagt, du stehst an Grenzen. Das kann ich auch gut verstehen. Und ich bin dann mit meiner Frau über die Autobahn gefahren, oder ich weiß nicht, wo sind wir hingefahren. Und dann habe ich gesagt, ich möchte das halt versuchen, so in meinen Worten zu fassen, was da passiert ist. Und dann haben wir da 3 Stunden, 4 Stunden, habe ich gesprochen, meine Gedanken, das haben wir die dann da, das ist schon, da stößt man schon an Grenzen, das muss ich sagen. Und das war natürlich auch für mich dann auch mit Tränen verbunden. Und ich kann das ruhig sagen, wenn ich jetzt manchmal noch so, ich habe ja das Buch jetzt mal gemacht und mit dir zusammen. Und trotzdem gibt es Momente, wenn ich jetzt hier vorlese über den Tod meines Sohnes, dass das mich emotional schon und dass da auch Tränen fließen können, weil das wirst du nie verarbeiten. Oder meine Schwester, das war ja der Herzinfarkt, das war ja eine andere Geschichte. Das war ein Wunder und ich bin da auch dem lieben Gott, das heißt ja auch, schreibe ich ja in meinem Buch, man muss versuchen, dankbar zu sein, auch die kleinen Dinge des Lebens zu schätzen. Und dann wäre es halt vorbei gewesen. Ich war 58, hatte trotzdem ein großartiges Leben gehabt. Und das kann man in dem Sinne nicht vergleichen. Was das Schlimme daran ist, das war meine Person. Das Schlimme ist dann, wenn das passiert mit einem anderen Menschen, den du liebst. Und das ist ja die große Kunst des Lebens, denke ich mal, das Loslassen. Ja, das ist ja das ist auch versuchen, sich mit den Gegebenheiten und dem Leben auseinanderzusetzen, dass man weiß, es ist nicht endgültig. Und es kann sich, und das ist mir bewusst, gerade beim Tod meines Sohnes geworden, dass das Leben sich innerhalb von einer Minute ändern kann, indem dass die Nachricht kommt, da ist ein Gehirntumor, der ist unheilbar, da gibt's keine Heilung und dann auf einmal, was machst du da, wie gehst du damit um? Und ich habe auch gesagt, ich habe es ja auch geschrieben, man schöpft dann eine unglaubliche Kraft, wenn man mit dem Menschen, den man liebt, zusammen ist. Und wenn man dann weggeht, dann bricht man zusammen. Und und das habe ich halt versucht, ein bisschen mit dem Buch rüber. Und ich muss dazu sagen, ich habe ja viel Resonanz bekommen von Menschen, teilweise, die ich gar nicht kenne, die mir schreiben, mein Buch hätte sie sehr bewegt, hätte ihnen auch teilweise geholfen. Und das war ja, glaube ich, denke ich mal, Munir, der Sinn und der ganzen Geschichte. Dass ich zu dir gesagt habe, ich will versuchen, den Menschen irgendwie näher zu bringen, wie man aus ganz, ganz, ganz traurigen Momenten versuchen kann, ein bisschen rauszukommen und trotzdem versucht, ein zufriedenes Leben zu führen. Das meine ich, das war so der Hauptgrund, dass ich auch gesagt habe, ich finde es gut, dass wir das Buch schreiben. Ja, daran anschließend meine Frage auch. Ich meine, in den 70er Jahren warst du ein Stern am deutschen Fußballhimmel. Du hast die deutsche Meisterschaft gewonnen, warst maßgeblich beteiligt, weil du in der Saison Torschützenkönig geworden bist. Du bist zweimal Torschützenkönig der Fußball-Bundesliga geworden,
hast Köln zum Pokaltitel geköpft in den beiden Endspielen gegen Hertha. Du hast bei dem Länderspieldebüt 3 Tore geschossen und was geschafft, was zuvor und nachher kaum jemandem gelungen ist. Ich glaube, Serge Gnabry ist das mal gelungen, in seinem ersten Länderspiel mehr als 3 Tore zu schießen. Das war allerdings gegen San Marino und in keinem EM-Halbfinale, wie du das getan hast. Also du hast ja, also du warst für viele Menschen ein Vorbild, ein Idol, du warst hier in Offenbach Präsident, auch dort standest du in der Öffentlichkeit und nun kommt plötzlich so ein Buch, wo es um ganz, ganz persönliche bewegende, berührende Momente geht. Spürst du, dass die Menschen, dass der Respekt und die Sichtweise auf dich sich durch das Buch auch nochmal verändert hat, weil du den Menschen was mitgeben konntest, was fundamental Menschliches? Ja, ich muss dazu sagen, ich war ja nicht, ich habe ja so viele Tore gemacht, zum Beispiel am 1. FC Köln. Ich bin ja jetzt immer noch an der zweiten Stelle der Torschützenliste und habe nur 8 Jahre gespielt. Entschuldigung. Und ja, ich denke mal, dass das Buch noch schon irgendwie zum Beispiel meinen Kultstatus in Köln noch so ein bisschen verstärkt hat, das kriege ich. Und dabei vor allen Dingen denke ich mal, dass ich halt sehr viel positive Kritik bekommen habe, was das Buch betrifft. Und das war ja am Anfang, ich bin eigentlich ein Mensch, das weiß ja auch ein bisschen meine Frau, der schon mal an sich zweifelt. Ich war mal im Spiel beim 1. FC Köln, da habe ich 4 Tore gemacht. Dann habe ich zu dem Co-Trainer gesagt, ich war aber heute schlecht. Also so ging es mir auch mit dem Buch. Ich habe gesagt, du schreibst jetzt hier ein Buch, vielleicht interessiert das keinen Menschen. Und als dann viele also Journalisten und Menschen mich dann angesprochen haben und sagen, tolles Buch, ich habe es ganz schnell durchgelesen, wurde ich darin bestärkt. Also wenn ich jetzt daran gescheitert wäre, dann hätte ich gesagt, okay, dann ist es halt so. Aber ich wollte halt auch die Menschen irgendwo erreichen. Und ich habe ja immer noch eine riesen Fangemeinde in Köln und auch in Offenbach. Und ich denke mal, insofern hat mir das schon so viel, auch viel gegeben, dass ich das Buch geschrieben habe. Es ist ein außergewöhnliches Leben gewesen und es ist ja heute noch irgendwo, ich bin ja noch einigermaßen fit, einigermaßen sagen wir mal so, wie das sein kann. Und insofern bin ich da sehr dankbar und freue mich, dass es mir einigermaßen gut geht. Also das war wichtig für dich, aber merkst du auch, dass es auch wichtig für die Menschen ist, dass sie sich an solchen Gedanken, an solchen Gefühlen, an solchen Schicksalsschlägen auch orientieren können, dass sie einfach auch ein Beispiel haben und sagen so, Mensch, ne, ich habe vielleicht in meinem Alltag an dem und dem zu knabbern und dann lese ich ein Buch, wo ein Mensch seinen Sohn verliert, wo ein Mensch quasi schon tot ist, wo ein Mensch seinen geliebten Stiefvater verliert, seine Schwester und das auch wieder dann dadurch besser relativieren kann. Also merkst du, dass du den Leuten dadurch einfach auch ein Beispiel geworden bist? Ja, ich habe ja dir gerade gesagt, ich habe schon eine gewisse Resonanz. Also viele Leute schreiben mir, dass das gerade, ich meine, Menschen, die Kinder haben, das ist natürlich dann auch sicherlich noch eine andere Perspektive, wenn du Kinder selbst hast und dann kannst du dich vielleicht noch mehr da rein verdenken, als wenn du keine Kinder hast. Also insofern ist das, denke ich mir, was einem Mensch im Leben passieren kann, das Schlimmste, wenn dann die eigenen Kinder vor dir gehen. Und dann merke ich schon große Resonanz, dass viele Leute, die ich gar nicht kenne, die dann schreiben und sagen, toll, Herr Müller, dass Sie das mal, dass Sie Ihr Buch da geschrieben haben. Also so ist das, finde ich sehr schön und bin da auch sehr dankbar dafür. Ein anderer wichtiger Aspekt natürlich, und deswegen sitzen wir auch hier im Kulturstadion, es geht natürlich auch viel um Fußball und du hast nun mal das Glück gehabt, mit den besten Trainern der Welt zusammenzuarbeiten, Hennes Weisweiler, der euch zum Double in Köln gebracht hat, du hast mit Aimé Jacquet, dem französischen Nationaltrainer, der Frankreich 1998 zum WM-Titel geführt hat, mit dem hast du sehr, sehr erfolgreich in Bordeaux gearbeitet, du hast mit Wolfgang Overath zusammengespielt, du hast Bernd Schuster zum Mann gemacht, so ungefähr. Also er kam ja als 18-Jähriger nach Köln, du hast ihn ein bisschen unter deine Fittichen genommen. Also du hast mit unglaublich tollen Spielern gespielt, Jean Tigana, Marius Tresor, Alain Giresse in Stuttgart mit Karl Allgöwe, Hansi Müller. Also ja, also den Fußballliebehabern der 70er Jahre, 80er Jahre, denen geht ja das Herz auf. Wenn du so siehst, was du damals erlebt hast, in welchem Fokus du standst und das jetzt vergleichst mit der aktuellen Zeit, wie siehst du das? Bedauerst du ein bisschen, dass du vielleicht ein paar Jahre zu früh deine Karriere gemacht hast? Wie siehst du dieses Geschäft heute im Vergleich zu damals?
Ja, also bedauern tue ich gar nichts, weil es, ich kann es ja sowieso nicht ändern. Ich war ja dann auch Trainer, man, so mal bei, hier, bei meinem Freund Norbert Ring in Oberroden, das war damals Landesliga. Ich war Manager bei Dynamo Dresden, die waren damals in der, zum Beispiel in der Bundesliga. Und ich habe da schon reingeschnuppert, aber was mir immer unheimlich viel Kraft gegeben hat, war die Arbeit mit Kindern. Gerade nach dem Tod meines Sohnes habe ich dann auch schwierige Zeiten gehabt. Ich hatte auch ein bisschen viel getrunken, ich war beruflich, wusste ich nicht. Und wir haben ja nicht wie heute so viel Geld verdient. Ich habe schon gutes Geld verdient, aber das, ich glaube so ein Lewandowski, ich war ja so, meine ganz große Zeit hatte ich von 73 bis 85, wo ich auf einem wirklich ein ganz hohen Niveau gespielt habe. Mit Köln, mit Bordeaux, wo ich wirklich sicherlich zu den besten Stürmern in Europa gehöre. Aber die verdienen ja heute das 70-fache. Das muss man so sehen, aber ich habe da keinen Neid. Ich finde, das ist viel. Das ist, ja. Ich blicke da auch nicht zurück, sondern ich habe eine großartige Zeit als Fußballer gehabt, mit allen Höhen und Tiefen. Das ist klar, ich hätte mir auch ein paar Länderspiele mehr gewünscht in der Nationalmannschaft. Ich hatte ja so ein bisschen ein schwieriges Verhältnis zum Helmut Schön, das ein toller Mann war, aber irgendwie hat man das ja manchmal im Leben, warum es da nicht passt, weiß man nicht. Aber ob ich jetzt 12 oder 36 Länderspiele habe, das hätte mein Leben nicht verändert. Ich habe da auch eine tolle Zeit und ich schreibe ja auch hier das in meinem Buch und habe da auch eine große Dankbarkeit. Und auch dann, ich hätte auch nie gedacht, dass ich Präsident mal von Kickers Offenbach werde. Und ich glaube, es ist vieles, vieles im Leben, ist Bestimmung, ganz viel. Also so war es dann auch, ich bin damals auch wie, auf einmal, ich war Golfspielen mit dem Klaus Gerster und auf dem Golfplatz fragte er mich, hast du Interesse vielleicht was für Offenbach zu machen, so als Manager? Sag ich, warum nicht, ich habe ja hier gespielt, ich habe mein Abschiedsspiel 89 gemacht. Und schwuppdiwupp, auf einmal gab es dann diese ominöse Mitgliederversammlung, alles total chaotisch. Und auf einmal war ich Präsident. Also das ist so, manchmal weiß man das nicht im Leben, wieso das so kommt. Und ich denke mal, es ist vieles geleitet und vieles steht schon fest, was in unserem Leben passiert. Und du hast mich eben ja auch angesprochen mit den 6 Toren. Es gibt ja, glaube ich, 16 Spieler, die 5 Tore gemacht haben und ich bin der Einzige, der 6 Tore macht. Und wenn der liebe Gott will, dann kommt einer und dann macht er auch wieder 6 oder 7 oder es ist so. Aber da waren ja auch ein paar dabei, die hätten ja nur mal 1 mehr machen können. Das ist so vorbestimmt und ja gut, man muss schon Angst haben. Jetzt da bei den Bayern, der Lewandowski, das ist schon richtig. Ja, wie ist das jetzt, Dieter, wenn der Lewandowski 5 Tore geschossen hat und sitzt du dann vorm Fernseher oder im Stadion und nein, zitterst? Nein, ich war ja jetzt dabei, ich bin sowieso nicht mehr so mit dem Fußball verbunden, also mir ist das zu viel Kommerz und ich habe all so viele Spiele schon gesehen, ich war bei 2 Weltmeisterschaftsendspielen oder 3, ich war auch Champions League Endspiele und es ist nicht mehr so, dass es jetzt im Vordergrund steht. Ich gucke das immer noch mal an, gucke auch, wenn die Eintracht spielen, vor allem in Köln. Aber bei den Bayern gucke ich ja gar nicht mehr hin, weil die gewinnen meistens immer. Also insofern es ist nicht mehr unbedingt Mittelpunkt in meinem Leben. Aber ich habe dem Fußball unheimlich viel zu verdanken und deshalb habe ich da auch eine große Ehrfurcht und Dankbarkeit. Aber das sind ganz andere Zeiten. Also das ist ein kleines Beispiel. Der Lewandowski hatte mal 5 Tore gemacht und dann haben die mich angerufen, Sportstudio, aktuelles Sportstudio. Und da habe ich gesagt, oh, und da hatte ich vorher auch eine Phase, wo es mir gar nicht so gut ging. Und da habe ich gesagt, ich würde ganz gerne mal ins Sportstudio gehen. Prompt passiert das und ich bin im Sportstudio. Und der Lewandowski hat vom Verein verboten gekriegt, da hinzugehen. Also wir wären früher zu Fuß ins Sportstudio gelaufen. Also das ist ja was ganz Besonderes, aktuelles Sportstudio. Und es hat heute alles einen ganz, ganz anderen Stellenwert, einen ganz anderen Wert. Die Spieler sind, denke ich mal, die stehen auch so, sind auch gar nicht mehr so mündig, sondern die haben da PR-Berater und die blocken das dann ab. Also ich hatte ja auch in Köln immer gutes Verhältnis zu den Journalisten. Da hat man mal ein Bier getrunken, das gibt es ja heute alles gar nicht mehr.
Trotzdem muss man einfach nochmal sagen, in 57 Jahren Bundesliga gibt es einen Spieler, der eben diese 6 Tore geschossen hat, und das bist du. Und darauf kannst du und sollst du ja auch stolz sein. Wie sehr wird's es denn gibt einen Rekord, Munir, der wird wahrscheinlich nie mehr gebrochen. Ich habe mal in einer Saison da für den 1. FC Köln 17 Tore gemacht im Pokal in einer Saison. Das gibt es nur eine, der hat es mal gemacht 1928. Ich weiß aber nicht, wie der heißt. Also das ist durch diesen Modus, der da jetzt ist, glaube ich, ist das nicht möglich. Aber selbst der Lewandowski wird es dann nicht schaffen, weil die spielen ja jetzt auch gegen schwerere Gegner. Aber 17 Tore, das ist schon eine Nummer, da stehe ich an erster Stelle. Aber das andere war schon vor dem Ersten Weltkrieg. Und wenn man jetzt nochmal, wenn du jetzt nochmal zurückschaust, du hast ja so ein bisschen den Vater immer vermisst. Dein eigener Vater ist ja ganz, ganz früh gegangen. Den hast du dann erst mit 42 Jahren kennengelernt. Und du hast ja dann im Lauf deiner Karriere auch so immer versucht, ja, so Vaterfiguren in dein Leben zu lassen und dich an ihn auch orientiert. Wenn du jetzt auch zurückschaust auf dein Fußballerleben, welche Männer waren denn dort besonders wichtig für dich? Welche Trainer? Ja, vor allen Dingen Herbert Wittmeier, den kennt man ja vom DFB, der war ja 74 Weltmeister. Das war so ein Co-Trainer, glaube ich. Ja, ne? Der hat mich auch zum 1. FC Köln, großartiger Mensch, der auch seinen Sohn verloren hat. Also glaube ich, irgendwo war ein Starfighter-Pilot und ist dann gestorben. Der hat mir etwas mitgegeben, was mich eigentlich immer so geprägt hat, war ein toller Mensch. Vergiss nie die Freunde auf dem Weg nach oben, sie könnten dir auf dem Weg nach unten wieder begegnen. Das ist zum Beispiel ein Satz, der schon sehr prägend ist von Leben, weil man sich immer wieder sieht. Und das habe ich auch immer versucht, in allen Bereichen meines Lebens mit den Leuten mit Empathie entgegenzutreten. Und auch, ob es jetzt hier der Zeugwart war, es beim 1. FC Köln oder hier bei Kickers Offenbach, oder es war der Präsident. Ich denke mal, das müssen wir auch lernen. Oder es ist heute leider nicht mehr so, sondern einfach mit Empathie entgegendrehen und die Leute versuchen gleich zu behandeln. Ich denke mal, das ist ganz wichtig für einen Mensch. Aber ich würde mal sagen, Munir, ich will dich ja nicht unterbrechen, aber die Leute, die wollen mal was aus dem Buch hören. Ja, ich wollte jetzt genau auch das sagen. Ne? Aber Munir, du fängst an, du hast die Ehre. Soll ich oder du? Ja, du kannst ja mal, du machst jetzt mal die 2, 3 Sachen, wo ich so ein bisschen meine Probleme habe. Ich würde sagen... Woran denkst du denn? Ja, ich habe da hier jetzt hier auch nochmal... Wenn du mal das... Womit sollen wir anfangen? Wollen wir mit dem Prolog anfangen oder ja, mit Alexander? Genau, Prolog, das Wunder von Maintal. Da kannst du mal lesen und dann mein Start ins Leben so ein paar Zeilen. Okay. Das musst du, aber ich habe dann noch genug hierzu. Dann fangen wir mal an, so aus dem Buch zu lesen und schauen mal, dass wir uns weiterarbeiten und vielleicht auch nochmal über das eine oder andere sprechen. Gerne. Also Prolog, das Wunder von Maintal. Plötzlich war Licht um mich, weißes, grelles Licht. Wo war ich? Auf dem Weg ins Jenseits? In eine andere Welt? Menschen, die als klinisch tot galten, dann ins Leben zurückgefunden hatten, erzählen davon. Licht am Ende des Tunnels, Treffen mit Verstorbenen, übernatürliche Begegnungen. Und nun blickte ich in dieses grelle Licht. Aber ich glitt in keinen Tunnel hinein und fuhr durch keine Öffnung ins Jenseits. Ich lag in einem gewöhnlichen Bett. Langsam gewöhnten sich meine Augen an die Helligkeit und ich nahm eine graue Zimmerdecke wahr. Das Bett war von Monitoren umstellt. Kabel und Schläuche hingen an mir herunter. Mein Kopf brummte. In meinem Brustkorb brannte es. Ich wollte diese Kabel unbedingt loswerden und sie mir vom Leibe reißen. Aber als ich danach griff, in einer völlig unerwarteten Langsamkeit, trat eine Frau in weißem Kittel vor mich, legte meine Hand behutsam zurück auf die Bettdecke und lächelte mich an. Herr Müller, alles in Ordnung. Sie sind in der kardiologischen Klinik Hanau. Sie waren 5 Tage im Koma. Alles wird gut. Meine Gedanken stockten. Ich hatte Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren. Dann erkannte ich die 2 Menschen, die mir in meinem Leben am nächsten stehen. Johanna, meine langjährige Lebensgefährtin, und Annemarie, meine Tante, die mir wie eine Schwester ist. Du hattest einen Herzstillstand, sagte Johanna. Sie hielt meine Hand und kämpfte mit den Tränen. Kannst du dir das vorstellen? 31 Minuten lang.
Wie konnte das sein? Wie kann man überleben, ohne dass das Herz schlägt? 31 Minuten lang. In den nächsten Tagen realisierte ich, dass es tatsächlich an ein Wunder grenzte. 10 Minuten Herzstillstand bedeuten den Exitus. Danach, so die Lehrmeinung, sind die Schäden im Gehirn wegen mangelnder Sauerstoffzufuhr irreparabel. Eigentlich hätte ich ein Pflegefall sein müssen oder gar nicht mehr aus dem Koma aufwachen dürfen. So wie Heinz Flohe, mein einstiger Mitspieler beim 1. FC Köln, der 3 Jahre lang im Koma lag, bevor er starb. Ich überlebte und wurde gegen jede Wahrscheinlichkeit wieder gesund. Ich war dem Tod von der Schippe gesprungen. Für meine Angehörigen waren es weitaus schlimmere Tage. Einem geliebten Menschen 5 Tage lang zuzuschauen, wie er ums Überleben kämpft, ist eine Qual. Der Tod ist ein furchtbarer Begleiter. Ich weiß, wovon ich rede. Tod und Verlust spielten in meinem Leben eine viel zu große Rolle. Einige von mir sehr geliebte Menschen gingen viel zu früh. Vor allem mein Sohn, der mit nur 16 Jahren einem Gehirntumor erlag. Nach 3 Monaten im Krankenhaus durfte ich nach Hause zurückkehren. 2012 sollte es noch nicht so weit sein. Ich sollte einfach noch nicht sterben. Das Schicksal hatte etwas anderes mit mir vor. Mein Leben sollte weitergehen. Ich hatte großartige Momente, vor allem auf dem Fußballplatz. Ich war mit dem 1. FC Köln deutscher Meister und Pokalsieger, 2-maliger Bundesliga-Torschützenkönig, Nationalspieler und bis heute bin ich der einzige Spieler in einem Bundesliga, dem 6 Tore gelangen. Ich wusste, wie man eine gegnerische Abwehr auseinandernimmt, doch den Schicksalsschlägen des Lebens stand ich mehr als einmal ohnmächtig gegenüber. Davon möchte ich in diesem Buch erzählen, von den Schicksalsschlägen in meinem Leben und davon, wie ich aus ihnen positive Energie gewann, wie ich es schaffte, den Mut nicht zu verlieren und dankbar für all das Schöne zu bleiben, das ich als Fußballer und als Mensch erleben durfte. Ja, das ist also der Einstieg in dieses Buch und man merkt schon, wie es im Leben auch so ist, dass das Leid, das Glück ganz nah beieinander liegen und Dieter hat das eben in diesem Buch auf eine ganz besondere Weise erzählt. Ja, jetzt würde ich mal weitergehen. Mein Start ins Leben. Am 1. April 1954 erblickte ich um 2.40 Uhr in der Nacht im Offenbacher Stadtkrankenhaus das Licht der Welt. Aber es war ganz schön knapp. Bei der Geburt wickelte sich die Nabelschnur um meinen Hals, eine lebensbedrohliche Situation. Zumal in den 50er Jahren in den Totgeburten keine Seltenheit waren. Die erste Herausforderung noch, bevor ich selbstständig atmen konnte. Glücklicherweise brachte ich meinen Kopf rechtzeitig nach draußen. Die Schnur konnte entwirrt werden, bevor die Sauerstoffzufuhr abgeschnitten war. Der Zwischenfall hinterließ keine Spuren, aber er stellte die Weichen für mein weiteres Leben, indem ich mich immer wieder Herausforderungen, Situationen würde stellen müssen. Was meine Mutter in diesem Moment im Krankenhaus wohlfühlte und dachte, sie war damals gerade mal 21 Jahre alt, ich war ihr erstes Kind. Ihr Geburtsname lautete Renate Weller. Sie hatte nach der Schule eine Weile bei der Stadt Offenbach als Telefonistin gearbeitet, bis sie meinen Vater Heinz Kaster kennenlernte, den sie mit 20 Jahren recht unspektakulär in sehr kleinen Kreis heiratete. Beide wohnten in einer winzigen Wohnung in Offenbach, Bürgel. Ich war nicht gerade ein Wunschkind. Wenige Tage nach der Geburt gaben meine Eltern mich zu meinen Großeltern. Mütterlicherseits und schon im Sommer darauf verließen beide Offenbach und zogen nach Herne. Ich blieb in Offenbach. Mein Vater verschwand danach völlig aus meinem Leben. Ich sah ihn 42 Jahre lang nicht mehr. Es gibt bessere Start ins Leben. Das ist jetzt hier so ein bisschen aus dem. Ich bin ja bei meinen Großeltern groß geworden. Und ich will es mal so ein bisschen beschreiben, das waren sehr, sehr einfache Verhältnisse. Was vielleicht das Buch so ein bisschen ausmacht, ist, es ist ja so 40 Jahre, 50 Jahre Zeitgeschichte, kann man sagen. Es fing ja an, es ist ja 54, ging es ja, war ja so ein bisschen Aufbruch nach dem Zweiten Weltkrieg. Und meine Großmutter, ich bin ja dann, wie gesagt, zu meinen Großeltern, da bin ich mit sehr viel Liebe groß geworden. Aber das waren unglaublich beengte Verhältnisse. Ich glaube, zwei Zimmer und ich habe dann, glaube ich, ein paar Jahre bei meinen Großeltern
war sie in der Ritze da geschlafen. Also das wäre heute undenkbar, dass, wenn jetzt, ich denke jetzt, dass unsere Enkel jetzt bei uns hier im Bett schlafen würden und da ist ja gar kein Liebesleben, nichts. Also es war ja, wie das damals ging, das kann man sich gar nicht vorstellen. Deshalb ist das auch immer, was ich vielen versucht zu vermitteln, auch unseren, ich bin ja jetzt Opa und Oma, dass man das da... Du bist nur Opa, ne? Ja, Demut. Ich muss ein bisschen entschuldigen, ich bin ein bisschen erkältet. Deshalb ist es ab und zu mit mir, da versucht es, dass es irgendwie geht. Jetzt, aber guck mal weiter bei Oma und Opa in Offenbach. Fakt war, dass ich wenige Jahre meiner Geburt ohne meine Eltern in die Wohnung meiner Großeltern kam und dort die ersten 10 Jahre meines Lebens verbrachte. Wir wohnten in einem Wohnblock im Stadtzentrum von Offenbach, direkt an den Bahngleisen genau gegenüber der Station Offenbach Ost. Anna Straße 18, so lautet die Adresse. Die Biberer Straße, die schnurgerade zum Stadionviertel lag, um die Ecke. Von unserer Wohnung konnten wir hinter den Gleisen die riesige grüne Areal des alten Friedhofs erahnen. Der Block, 1950 gebaut, war eine dieser typischen kleinbürgerlichen Mietshäuser, die nach dem Krieg überall hochgezogen wurden, um den vielen Flüchtlingen ein Dach über den Kopf zu geben. Zusammen mit 3 weiteren Blocks bildeten die Häuser eine Kolonie, eine kleine Welt für sich. Auf den Rasenflächen zwischen den Gebäuden trockneten die Bewohner im Sommer ihre Wäsche. In unserem Block gab es 4 Hauseingänge. Wir wohnten ganz vorne, direkt gegenüber den Bahnschienen. Die Wohnung befand sich im 2. Stock links. Insgesamt hatte die Wohnung 50 Quadratmeter. Das reicht für eine ganze Familie. Wenn man eintrat, befand sich links ein kleines Duschbad mit Toilette. Geradeaus ging es in den wichtigsten Raum der Wohnung, die Küche. Dort spielte sich das Familienleben ab. In der Küche gab es eine kleine Nische, in der eine kleine Couch stand. Diese Nische war durch einen Wohnvorhang vom Rest der Küche abgetrennt. Das hatte einen Grund, denn die Couch wurde abends ausgeklappt. Dort verbrachten die kleine Schwester, meine Mutter, meine Tante Annemarie, die nur 7 Jahre älter war als ich, ihre Nächte. Tante Annemarie wurde für mich zur wichtigsten Bezugsperson. Wir entwickelten ein sehr enges Verhältnis, das sich bis heute wie ein Bruder-Schwester-Verhältnis anfühlt. Von Eifersucht war bei ihr keine Spur. Sie liebte mich abgöttisch und das tat mir gut. Sie brachte mich zum Kindergarten, sie schaute nach mir, wenn es mal wieder zu spät wurde, weil ich mit den anderen Kindern bolzte, oder ging dazwischen, wenn es zu Streitigkeiten kam. Als Baby schlief ich mit Opa und Oma im kleinen Schlafzimmer, das, wie das Wohnzimmer vom Flur abging. Ich hatte kein eigenes Bett, dafür gab es keinen Platz. Ich lag also die ersten Jahre sozusagen in der Besucherritze. Später kam es auch vor, dass ich auf der Couch im Wohnzimmer schlief. Tagsüber hielt ich mich meist in der Küche auf. Es gab dort einen Ofen, den Herd, Tisch, Bank und Stühle, sowie eine kleine Speisekammer. Ich liebte diesen Ort. Es roch immer lecker nach Essen und war auch im Winter den ganzen Tag über warm. Das kleine Wohnzimmer hingegen wurde in den kalten Monaten höchstens am Abend oder am Wochenende geheizt. Meine Großeltern, die nie aufhebens davon machten, dass sie mich großzogen, akzeptierten, dass ihre Tochter mich bei ihnen zurückgelassen hatte. Sie versuchten, das Beste aus unseren bescheidenen Verhältnissen zu machen. Nach heutigem Maßstab wären es unzumutbare Zustände. Meine Großeltern hatten keinerlei Privatsphäre. Dabei waren sie nicht alt, bei meiner Geburt gerade mal 50 Jahre. Heute hat man mit 50 noch eine sehr aktive Paarbeziehung. Damals war das kein Thema. Es gab andere Sorgen. Man musste für die Familie sorgen, das Überleben sichern. Meine Großeltern widmeten sich dieser Aufgabe mit Hingabe. Der Alltag nahm sie voll und ganz in Anspruch. Oma Else sorgte für mich wie eine Mutter. Sie war klein, ein wenig korpulent, aber mit einer unglaublichen Energie. Sie war die gute Seele in der Wohnung, kümmerte sich um alle und alles. Zu Hause trug sie meistens eine Küchenschürze mit mal blau, mal grün. Oma war Hausfrau mit Leib und Seele. Sie machte sauber, kochte, wusch und kaufte ein. Opa Heinrich hatte nach dem Krieg eine Anstellung als Sachbearbeiter beim Ausgleichsamt in Offenbach, Rathaus, gefunden. Mit seinen kurzgeschnittenen Haaren, die auch über den Ohren rasiert waren, seinem dünnen Schnauze und dem grauen abgetragenen Anzug sah er recht bieder und streng aus. Aber ich hatte zu ihm eine sehr enge Beziehung. Als ich später Fußballprofi wurde, sammelte Opa gewissermaßen alle Berichte und Fotos, die ihm in die Hände fielen, und bastelte Alben daraus. Er war unglaublich stolz auf mich. Das war der
Opa und er konnte dann auch später so die ersten Gehversuche von dir natürlich verfolgen und hat das alles dokumentiert. Und ich möchte kurz mit ein, zwei Anekdoten aus dem Fußballerleben von dir in den 70er Jahren mal fortfahren. 75, also ein knappes Jahr, nachdem Deutschland Weltmeister geworden ist, wurde Dieter zum ersten Mal eingeladen zur Nationalmannschaft. Er war damals knapp 21 Jahre alt und war sehr erfolgreich mit dem 1. FC Köln und fuhr also zu dieser ersten Nominierung nach Frankfurt. Am Tag nach dem Spiel in Gladbach fuhr ich also zum Treffpunkt der Nationalmannschaft, die sich wie häufig vor Flügen ins Ausland südlich von Frankfurt im Hotel Kempinski in Neu-Isenburg versammelte. Ich hatte davor meine Mutter im nur wenige Kilometer entfernten Götzenhain besucht und kam recht früh im Hotel an. Nur ein paar Funktionäre waren schon da. Ich begrüßte sie artig und checkte ein. Da es bis zum Abendessen noch eine Weile dauerte, entschied ich mich, einen Saunagang zu machen. Was sonst, ja, klar, Sauna macht man dann. Ich fuhr mit dem Lift in den Wellnessbereich und betrat mit meinem Handtuch bewaffnet die Sauna. Und wen sah ich dort sitzen? Franz Beckenbauer. Die Lichtgestalt, den ich für seine Art, Fußball zu spielen, seit Jahren bewunderte. Wir hatten uns in der Bundesliga natürlich schon auf dem Platz gesehen, aber persönlich war ich ihm bisher noch nie begegnet. Ich reagierte mit einer Übersprungshandlung und reichte dem unbekleideten Weltstar die Hand. Guten Tag, Herr Beckenbauer, ich bin Dieter Müller. Beckenbauer lachte und antwortete, ja mei, kannst schon Franz zu mir sagen, ich kenn dich ja, mach's ordentlich Tore. Ich wusste in dem Moment nicht, wie ich den Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft, die im Sommer zuvor Weltmeister geworden war, anreden sollte. Der Respekt vor Beckenbauer war riesengroß. Als wir so nackt zusammensaßen und uns über dies und jenes unterhielten, wurde mir klar, dass ich gerade den nächsten Schritt in meiner Karriere machte. Ich gehörte nun zur Fußballelite Deutschlands und durfte mit Spielern wie Beckenbauer, Sepp Maier und Co. zusammenspielen. Ja, das war also im April 1975 und es kam leider nicht zu dem Länderspiel von Dieter Müller, weil er sich verletzte und tatsächlich erst ein Jahr später dann sein erstes Länderspiel machte. Er wurde also zur EM in Jugoslawien eingeladen und hatte noch kein einziges Länderspiel gemacht. Und dann kam es eben zu diesem Halbfinalspiel Deutschland-Jugoslawien in Belgrad. Und das möchte ich auch nochmal kurz erzählen, weil es tatsächlich ja zu den bedeutendsten Momenten von Dieter Müller gehört und und natürlich auch zu der Fußballgeschichte Deutschlands, weil ja dann später, ein paar Tage später, Uli Hoeneß ja auch noch diesen sehr, sehr bekannten Elfmeter in den Himmel von Belgrad geschossen hat. Also davor gab es aber noch dieses Halbfinalspiel und das lese ich nochmal kurz vor. Überraschenderweise war das Stadion aber nicht bis auf den letzten Platz gefüllt, aber genug Krach machten die etwa 85.000 Zuschauer beim Einlauf der Teams dennoch. Der Lärm war ohrenbetäubend. Ich saß auf der Bank, immerhin mit meiner geliebten Nummer 9. Helmut Schön hatte Uli Hoeneß und Bernd Hölzenbein in den Angriff gestellt. Erich Bär dahinter ins Mittelfeld. Die Jugoslawen erwischten uns mit ihrer technisch versierten Art und ihren quirligen Spielen auf dem falschen Fuß. Es war ein Albtraum, von außen zuschauen zu müssen. Nach 32 Minuten lagen wir bereits 0-2 zurück. Franz Beckenbauer hatte einmal in einem Laufduell mit Poppy Woda gepatzt und dann ließ Sepp Maier eine mehr als harmlose Flanke vor die Füße von Zajic fallen, der zum 2-0 einnetzte. In der Halbzeit wechselte Schön aus. Doch nicht ich betrat das Spielfeld, sondern mein Kumpel, Heinz Flohe. Für ihn musste der Gladbacher dann erweichen. Das Spiel wurde aber nicht besser. Im Gegenteil. Jerkovic verpasste freistehend das leere Tor, doch statt des 3-0 fiel plötzlich aus heiterem Himmel das 1-2. Ein abgefälschter Schuss von Flohe landete im Tor der Gastgeber. Es lief die 65. Minute. Und plötzlich wurden die Jugoslawen, sowohl die auf dem Feld als auch die auf den Rängen, unruhig. Und wir spürten, hey, da geht wieder was. Ich schaute zu Helmut Schön und Jupp Derwall rüber. Würden sie mich auf den Platz schicken? Derwall redete auf Schön ein. Dann kam das Zeichen zum Warmmachen. Endlich! Wie ich später erfuhr, hatte mein Trainer aus der Amateur-Nationalmannschaft, Jupp Derwall, seinen Chef von meiner Einwechslung überzeugt. In der 79. Minute ging ich für den defensiven Mittelfeldmann Herbert Hacki Wimmer aufs Feld. Mein erstes Länderspiel. Ich ging in die Sturmspitze. Schön setzte alles auf eine Karte. Noch 10 Minuten waren zu spielen. Kaum war ich aufs Feld gelaufen, gab es einen Eckball. Rainer Bonhof ging links raus und schlug den Ball in den Strafraum. Der Ball kam zu mir, geflogen. Kein Abwehrspieler war in meiner Nähe. Man hatte mich völlig außer Acht gelassen. Aus 6 Metern konnte ich völlig unbedrängt zum 2-2 einköpfen. Mein erstes Länderspiel, meine erste Ballberührung nach gerade 56 Sekunden und ein Tor.
Bis auf Sepp Maier kam die komplette Mannschaft auf mich zugelaufen. Alle umarmten mich, klopften mir auf die Schulter. Wir waren wieder im Spiel, hatten aus einem 0:2 ein 2:2 gemacht. Im Stadion war es mucksmäuschenstill. Es ging in die Verlängerung. Die Jugoslawen fingen sich wieder und erspielten sich bald Chance auf Chance. Sepp Maier wuchs über sich hinaus. Schließlich waren nur noch 5 Minuten zu spielen. Flo setzte sich auf links durch, flankte scharf flach rein. Hölzenbein ließ den Ball direkt in den Rückraum prallen, wo ich stand und aus 6 Metern den Ball unter die Latte drosch. 3:2! Wir führten dank meiner 2 Tore. Doch das sollte noch nicht alles sein. Kurz vor Schluss dribbelte sich Rainer Bonhoff durch die jugoslawische Abwehrreihe und zog aus 17 Metern mit links ab. Er traf nur den Pfosten. Aber der Ball landete, natürlich, vor meinen Füßen. Und ich hatte keine Mühe, in der 119. Minute das 4:2, die letztliche Entscheidung zu erzielen. Kurz danach war Schluss. Mein erstes Länderspiel und ich hatte nicht nur ein Tor, sondern deren 3 erzielt. Und das in nur 40 Minuten. Dieter, und dann kam das Finale, wo du dann von Anfang an gespielt hast und auch nochmal getroffen hast und dann schoss Uli Hoeneß im Elfmeterschießen das Ding übers Tor. Du hast keinen Elfmeter geschossen. Wart ihr sauer mit Uli oder wie seid ihr mit ihm umgegangen? Nein, das ist Elfmeterschießen nicht so eine Sache. Was ich natürlich bedenklich fand, auch im Nachhinein, das muss man sich mal vorstellen, das wäre heute unmöglich. Wir wussten gar nicht, dass es ein Elfmeterschießen gibt. Also weder der Helmut Schön noch irgendwie ein anderer Trainer hat uns da gesagt, da gibt es ein Endspiel, gibt es ein Elfmeterschießen, sonst hätten wir ja mal vielleicht geübt. Oder hätten wir gesagt, wer schießt denn die Elfmeter? Und wir wussten, wir haben die Verlängerung geschafft und auf einmal hieß, es gibt Elfmeterschießen. Ich habe gedacht, es gibt noch vielleicht ein Rückspiel oder sowas. Nee, das war ja ganz kurz, es war genauso vorgesehen, dass es beim Unentschieden ein Wiederholungsspiel gibt, aber die beiden Delegationen haben sich 10 Minuten vor dem Spiel darüber verständigt, dass es ein Elfmeterschießen geben würde, weil, keine Ahnung, also aus irgendwelchen Gründen, die Mannschaft wusste nicht Bescheid, ging nach der Verlängerung vom Platz und wollte in die Kabine und dann sagte Helmut Schön auf einmal, jetzt Elfmeterschießen. Ja, das sind viele Dinge, also ich meine, ich war ja auch bei der Weltmeisterschaft 78 dabei in Argentinien, das ist ja auch unvorstellbar, was da, wir waren ja da in Ascochinga da und Córdoba. Übersetzt, weißt du, ne, was das heißt? Nee. Der tote Hund. Ah, der tote Hund, der war der tote Hund begraben. Da war dann der Franz Lambert, das ist ein lieber Kerl, der hat dann noch später auch in meiner Hochzeit da erst gespielt, der hat da Klavier gespielt, ja. Und wir waren so abgeschottet, das war unglaublich. Also richtig Lagerkoller hat. Aber hallo, das war dann, und das ist auch heute, das müsste den jungen Burschen mal sagen, damals gab es nur ein Telefon, also für 35 Spiele oder 40. Und ich habe dann mich, so alle 6 Tage durfte ich mich mal anstellen, da war einer, der hat dann kontrolliert, wie lange ich nach Deutschland telefonieren durfte. Gut, damals gab es sowieso ja noch kein Handy. Also das sind ja auch Sachen, die heute vielleicht unvorstellbar wären. So, und jetzt sind wir schon 45 Minuten weiter und es war so abgesprochen, dass wir mal kurz hören, ob es Fragen von draußen gibt. Keine. Deswegen die Frage hier nach innen. Ihr habt jetzt viel gehört, wir haben vorgelesen. Gibt es irgendwelche Fragen zu Dieters Leben, zu Dieters Fußballer-Episoden? Einfach melden und fragen. Die sind doch hier alles schon, oder? Wir haben das Buch schon gelesen, das müssen die doch alles. Noch irgendeine Frage offen? Das ist übrigens der Oleg Davicius, der gegen mich gespielt hat 1973 in der alten Radrennbahn. Und er war Spieler damals bei Fortuna Köln, die damals in der ersten Liga gespielt haben. Das waren Oleg heiße Derbys da, gell? Da ging es noch zur Sache. Ja, da hätte so ein Lewandowski nicht 4 Tore gemacht. Der hätte schon dann dem Hänsel schon auf die Socke gehauen. Er hätte gesagt, ich hätte dann dem Konopka gesagt, hör mal zu, wenn der noch einmal frei durchläuft, mach mal hier, hau dir mal auf die Socke. Ja, das war so früher. Also der Simmet, das waren so böse Bube und die waren schon vorher auf dem Weg ins, weißt du noch, da war ja dieser Weg ins, gab es ja vom Umkleidekabine bis links einen Tunnel und so, da hat er schon da den einen oder anderen da verbal gesagt, so hier, heute kriegst du keinen Stich. Ja, und früher gab es auch keinen Videoassistenten, also von daher konnte man sich das ein oder andere auch. Ja, Muni, mehr du musst nochmal anfangen, du musst mal da gegen so wie die Heise Knappri oder Dings, die laufen hier alle da frei durch. Ja. Kein Wunder, ist ja fürchterlich. Du bist ja
Naja. Ich wiederhole kurz die Frage. Also die Frage geht in die Richtung, was du als Jugendspieler bekommen hast von SG Götzenhain, damit du zu den Kickers kommst. Das hast du wahrscheinlich umsonst gemacht, weil du die Kickers so geliebt hast, oder? Es war eine schöne Zeit damals. Du kommst ja aus Götzenhain, gell? Das war, ich habe da in jedem Spiel 7-8 Tore gemacht in der Jugend. Das war natürlich, und dann gab es auch damals. So wie immer, ne? Naja, damals gab es dann auch schon Talentspäher, und das war der Uwe Petersson. Der ist ja mal ein ganz integrer Mann, der auch viele Jahre dann auch ein väterlicher Freund, der dann auch bei mir jahrelang in der Fußballschule gearbeitet hat, und der hat mich spielen sehen. Und dann hat er gesagt, okay, damals war ja Eintracht oder Offenbach, und ich bin dann halt irgendwie bei Kickers gelandet, ich wäre auch zu der Eintracht. Das ist zum Beispiel auch hier, wo ich Präsident war, wurde ich oftmals eingefandet wegen Eintracht Frankfurt. Und das ist auch Quatsch, weil ich war ja mit dem Bruchhagen ein bisschen befreundet. Mein Vater hat ja bei der Eintracht gespielt, ja, war ja rechter Verteidiger, hat 3 Jahre hat bei Kickers und bei der Eintracht gespielt, das wussten ja auch nicht viele. Also, und ich hatte ja mal ein Angebot nach meiner Zeit in Bordeaux, und zwar, da ist der Axel Schander, der damals Präsident war, der bei Eintracht, da haben die mich beobachtet, haben wir gespielt gegen Straßburg, aber da hatte ich keinen guten Tag, und dann haben die da gesagt, nee, warten mal. Und ja, sonst wäre ich vielleicht auch wieder zur Eintracht gegangen. Das hat ja nichts mit Offenbach. Die Offenbacher, die haben ja, ich sag mal, die haben mich ja auch fortweg, ich bin ja weg von Offenbach wegen Loran damals. Aber die waren natürlich auch in der Bundesliga und hatten großartige Spieler wie Kostete und so weiter. Ja, diese Episode, weil du jetzt gerade auch nochmal von deinem Vater sprichst, das ist ja auch wirklich der absolute Wahnsinn. Also du lernst deinen Vater nach 42 Jahren kennen, und dann erfährst du sozusagen, dass er für St. Pauli, Eintracht Frankfurt und Offenbach gespielt hast, und dann wird dir, glaube ich, auch nochmal klar, so dass das Talent natürlich ein Stück weit auch von deinem Vater gekommen ist, den du dann aber leider natürlich erst mit 42 Jahren kennengelernt hast und das alles ja nie mit ihm teilen konntest. Ja, ich habe mich auch immer gefragt, also ich hatte ja, das ist ja in dem Buch, ich habe meine Mutter dann noch so sogar verschont. Ich habe schon ein auch schwieriges Verhältnis zu meiner Mutter gehabt, weil ich ein ganz anderer Mensch war. Ich bin auf die Menschen zugegangen, habe die Menschen positiv gesehen, auch wenn ich mal enttäuscht worden bin, das gehört zum Leben dazu. Und meine Mutter, die war eher so, ja, die Menschen sind schlecht. Und da habe ich mir gefragt, irgendwas muss ich doch von jemand haben. Ich kann doch nicht so sein wie meine Mutter jetzt da vom Charakter. Und da habe ich gesagt, ja gut, ich will mal, wäre schön, wenn ich mal irgendwann meinen Vater, den würde ich gerne mal kennenlernen. Und auf einmal, ich lebte damals auch eine schwierige Zeit in Offenbach, war so direkt nach meiner Karriere. Und auf einmal stand er vor der Tür und ich bin dein Vater. Oh, habe ich gesagt, kommen Sie doch rein. Also es war schon ein bisschen schwierig, aber ich habe gesehen, dass es ein integrer Mann war. Der hat, ich habe gesagt, warum hast du dich niemals gemeldet? Ich sagte, nee, ich hatte irgendwie Angst, ich wollte das nicht. Und deine Mutter, das war ein netter Mann. Und das hat mir eigentlich im Nachhinein gut getan. Also ich denke mal, was im Leben ganz wichtig ist, ist, das habe ich dir ja auch schon oft gesagt in vielen Gesprächen, dass man seinen Frieden findet. Und auch mal seinen Frieden findet mit den Menschen, die man vielleicht im Leben, wo man auch Enttäuschungen hatte und wo vielleicht dann man doch auch ein, ist es so, ich habe auch Frieden ja, mit vielen Menschen, die mich enttäuscht haben. Und das ist ganz wichtig, dass am Ende unseres kleinen, bescheidenen Lebens, dass man da mit sich im Reinen ist. Und das finde ich mal, das ist ganz wichtig. Ja, das finde ich auch beeindruckend an deinem Leben, an deiner Haltung, wie du durchs Leben gehst. Also, dass auch deinem Vater, den du nach so vielen Jahren begegnest, einfach verzeihst, einfach vergibst und ihn so siehst, wie er ist und mit all seinen Defiziten. Und das ist das, was dich, glaube ich, auch auszeichnet als Mensch, dass du einfach fähig bist, das tatsächlich auch zu fühlen, dass du dich ja in den anderen hineinversetzen kannst und einfach mitfühlst und dann auch deinen Frieden eben mit ihm schließt, als auch mit dir selbst. Ja, ich versuche es, aber es gibt natürlich immer Enttäuschungen, wo du sagst, na ja, gut, aber da gibt es auch Gründe dafür. So ist es. Ja, also ich finde, das war jetzt ein sehr schöner Schlusssatz von Dieter. So für noch eine Frage irgendwie? Oder ich habe auch, wenn ein Buch ist, du das gerne unterschreiben.
wie Sie möchten, gell? Ich habe auch Autogrammkarten, ein paar mit. Da ist meine Frau, die gibt mir die, wenn Sie was möchten, wenn Sie noch eine Frage haben, ich stehe gern zur Verfügung. Genau, ja. Also, schöner Schlusssatz. Frieden, hier ist noch da hinten ist noch eine Frage. Ja, also das ist ganz interessant. Gut, diese Frage ist sehr gut. Ich habe es auch in meinem Buch, glaube ich, ein bisschen beschrieben. Das ist ja wieder der Punkt, wo ich sage, es gibt keine Zufälle. Ich hatte ja eine großartige Zeit beim 1. FC Köln und dann hatte der Rinus Michels zu mir gesagt, du Dieter, du hast so viele Tore hier gemacht in 8 Jahren. Ich glaube, ich habe 157 Bundesliga-Tore gemacht. Und wer würde ganz gut mal einen Wechsel? Und damals bin ich dann zum VfB Stuttgart und große Spieler auch, die wollten deutscher Meister werden. Aber da kam ich nicht so zurecht. Ich hatte auch ein bisschen mit meinen ersten Eheproblemen. Meine Ehe war da nicht mehr so glücklich. Und dann gab es ein Spiel, da war der Manager von Girondins Bordeaux da und da wollten sie den Ewald Lienen angucken. Und damals war Bordeaux schon eine Spitzenmannschaft in Europa. Das kann man nicht so. Ich hatte mal das eine oder andere Wort aus Italien, AS Rom wollte mal mich verpflichten. Und in dem Spiel habe ich 3 Tore gemacht. Und dann ging's Telefon, 2 Wochen später, ein gewisser Barin, das war so eine dubiose Gestalt im Fußball, so der war da Spielervermittler und der hat mich angesprochen. Und dann bin ich nach Bordeaux und ich wusste das ja auch so ein bisschen da von Batiston, Weltmeisterschaft und war ein großes Spieler, hat mir die angeguckt, Gires, Tigana, Tresor. Und das hat mir gut gefallen und die haben auch, muss ich sagen, das war auch sehr lukrativ damals für die damaligen Verhältnisse. Und so, dann bin ich dann nach Bordeaux. Also das war im Prinzip ein reiner Zufall. Die wollten den Ewald Lien angucken und haben Dieter Müller gesehen, der 3 Tore gemacht hat. Und dann haben sie mich verpflichtet. Also wenn ich da einen schlechten Tag gehabt hätte, dann wäre ich bestimmt nicht da gelandet. Also das ist alles im Leben irgendwo auch für mich persönlich, denke ich mal, Schicksal. Und so ist es genauso wie, dass man im Leben immer den richtigen Partner kennenlernt oder es gibt welche, die werden nie ihren richtigen Partner kennenlernen. Also das ist wichtig, das ist in allen Bereichen, denke ich mal so. Und ohne den Monia, wenn wir uns nicht kennenlernen, dann hätte ich nie ein Buch geschrieben, das muss man auch sagen. Also ich denke mal, es kommt sowieso, wie es kommt. Brauchst du schon gar nicht verrückt machen. Aber eins muss man noch sagen, ne, die Zahlen haben gestimmt, aber dann überzeugt hat dich Bordeaux vor allen Dingen durch das Lammfilet und den Rotwein, den es dann beim ersten Mittagessen gab. Ja, ich habe immer gern gut gegessen, ich habe auch immer gern Wein getrunken und das war natürlich dann für mich großartig da. Und ich habe selbst den Spielern da ein bisschen mehr das Essen so näher gebracht und den Wein, weil ich war relativ schnell in der Kultur drin und dann habe ich mal ein Weingut besichtigt, das Chateau Mouton Rothschild. Und der Kellermeister war ein großer Fußballfan und da ist dann auch meine Liebe zum Wein. Und wenn die heute, habe ich immer noch einen legendären Ruf und gehe ja heute noch jedes Jahr und mache dort Besichtigungen in den Chateaus, das mir viel Spaß macht. Du musst übrigens mal mitgehen. Ja, das machen wir. Aber eine Kleinigkeit muss ich jetzt doch noch sagen. Bordeaux, Girondins Bordeaux, bei Auswärtsspielen, die haben samstagabends immer gespielt, mittags gab es immer Bordeaux für die Mannschaft zum Mittagessen, damit sie abends dann Gas geben. Also das hat dir sicherlich gut gefallen, diese Maßnahme. Ja, ein Glas Rotwein, das kann ja nichts schaden. Sollte man ja heute übrigens auch noch. Sind ja Polyphenole drin, die eigentlich für die Gesundheit ganz gut sind. Also, vielen Dank an die DFB Kulturstiftung, an Herrn Tietze für die Einladung. Vielen Dank an Sie alle, dass Sie da waren. Ich hoffe, irgendwas war dabei, was Sie für den heutigen Sonntag mitnehmen. Bis bald und ja. Ja, auch von meiner Seite. Dieter, oder? Super. Vielen, vielen Dank.